Jetzt ein in der Tagesordnungspunkte, die sich alles um den Komplex der Corona-Pandemie drehen. Und wir starten mal gar nicht bei uns, sondern gehen in unsere Partnerstadt und haben die Vorlage 9.1 Hilfen für die Partnerstadt Brazzaville während der Covid-19-Pandemie. Und wir haben die Möglichkeit, weil viele Redner angekündigt sind, in die Fraktionsrunde einzusteigen. Bevor dieses aber der Fall ist, liegt uns ein Ersetzungsantrag der AfD-Fraktion vor, der möglich wäre, jetzt einzubringen. Herr Letzinski, bitteschön. Und dann beginnt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, genau, Fraktion Die Linke in der Fraktionsrunde. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Die Corona-Krise beschäftigt uns alle. Für die meisten Bürger unserer Stadt sind die wirtschaftlichen Auswirkungen infolge der Entscheidung unserer Landes- und Bundesregierung weitaus bedrohlicher als die Auswirkungen dieser Pandemie selbst. Nicht wenige Existenzen sind wegen dieser Regierungsmaßnahmen bedroht. Daran ändern auch die umfangreichen Soforthilfepakete nichts. Die finanziellen Folgen dieser Regierungsentscheidung bekommen wir auch im städtischen Haushalt deutlich zu spüren. Die Haushaltssperre des Finanzbürgermeisters war aufgrund umfangreicher Steuereinnahmeausfälle die logische Konsequenz. Infolge der Haushaltssperre können viele für unsere Bürger wichtige Projekte und Vorhaben nun nicht mehr realisiert werden. Dringend benötigte Mittel, wie beispielsweise für Bibliotheken oder für die Einrichtung von Hilfsangeboten für Kinder, die ihre Eltern auf tragische Weise verloren haben und psychische Unterstützung benötigen, können nun leider nicht mehr bereitgestellt werden. In den letzten Tagen flatterten Tausende von Ablehnungsbescheiden in die Briefkästen der Dresdner Haushalte. Die aus Existenznot die städtische Soforthilfe beantragt, aber nicht bekommen haben, weil die 10 Millionen an Hilfsgeldern ausgeschöpft sind. Und während für diese Dresdner die Existenznot immer größer wird, überlegt unser Oberbürgermeister, wie er eigentlich gar nicht vorhandene Haushaltsmittel möglichst weit weg vom Dresdner Steuerzahler in eine Stadt investieren kann, die ganz nebenbei Hauptsitz der WHO in Afrika ist. Der Oberbürgermeister, aber auch der Stadtrat senden mit dieser Vorlage ein fragwürdiges Zeichen an die Dresdner Bürgerschaft. Denn die erste Ausnahme, die der Stadtrat von der bestehenden Haushaltssperre beschließt, hilft nicht etwa den existenzbedrohten Dresdner Bürgern, sondern stattdessen einer Stadt, die zwar Hilfe benötigt, deren Unterstützung aber keineswegs zu den Pflichtaufgaben der von den Dresdner gewählten Mandatsträgern gehört. Es gebietet die Ehrlichkeit gegenüber unseren Bürgern, hier darauf hinzuweisen, dass mit dieser Vorlage weitere Kosten für den städtischen Haushalt verbunden sind, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einmal bezifferbar sind. Neben den 80.000 Euro an Geldern und Sachspenden können durchaus noch mal weitere 20.000 bis 30.000 Euro für das Chartern eines Frachtflugzeuges hinzukommen, denn eine Zusage, dass die Transportkosten vom BMZ übernommen werden, haben wir bis dato nicht bekommen. Die Sachspenden selbst beinhalten zudem Güter, wie beispielsweise Feldbetten aus dem Bestand der Landeshauptstadt Dresden, welche aufgrund ihres Alters für einen Buchwert von 0 Euro geführt werden, für deren Wiederbeschaffung im Falle eines Naturereignisses die Landeshauptstadt aber einen weitaus höheren Betrag in die Hand nehmen müsste, als hier in der Vorlage zur Abstimmung gestellt wird. Wir stimmen den Grundgedanken zu, dass in unserer Partnerstadt Brazzaville, Hauptsitz der WHO in Afrika, Hilfe benötigt und wir sind auch bereit zu helfen. Wir empfinden jedoch den Umgang mit Steuermitteln, wie er hier beabsichtigt ist, unverantwortlich gegenüber denen, zu deren Interessenvertretung wir hier gewählt und beauftragt wurden. Den finanziellen Spielraum im städtischen Haushalt für diese Vorlage sehen wir derzeit leider nicht. Deshalb haben wir den vorliegenden Ersetzungsantrag eingebracht. Wir wollen die Initiative unterstützen, private Spenden von denen zu sammeln, die auch in der aktuellen wirtschaftlichen Situation spenden können, um so Hilfe vor Ort zu leisten. Wir als AfD-Fraktion werden uns daran beteiligen, indem wir die Sitzungsgelder der heutigen Sitzung von allen unseren Fraktionsmitgliedern auf dieses Konto spenden, insofern unser Antrag angenommen wird. Denn nur das ist das Geld, über das wir selbst verfügen können und mit dem wir uns derzeit erlauben dürfen, wohltätig zu sein. Danke. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde und ich will es nur noch vorneweg sagen, bevor sich da jetzt abarbeiten daran sollten. Ich hatte gestern Abend noch mal ein Telefonat mit der Abteilungsleiterin im Ministerium und ist uns avisiert worden, aus dem Kleinprojektefonds unser Vorhaben mit zu unterstützen, weil
Entwicklungshilfeminister Müller, dass ein sehr wichtiges Anliegen ist, gerade die kommunale Zusammenarbeit und gerade, dass wir die Subsahara nicht vergessen. Und in diesem Kleinprojektefonds ist das Volumina dessen, was man uns in Aussicht stellt, zwischen 20.000 und 50.000 Euro in der Unterstützung für dieses Projekt. So, und damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wie gesagt, es beginnt Fraktion Die Linke. Herr Hecht, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen und last but not least, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Dresden. Die Partnerstadt Brazzaville in der Republik Kongo, der geht es schlecht. Der ging es schon immer schlechter als uns, aber im Moment geht es ihr noch schlechter. Und was macht man, wenn es einem Partner schlecht geht? Man hilft. Ich konnte im Februar auf die Delegationsreise nach Subsahara-Afrika mitreisen. Schon bei der Ankunft in Brazzaville wurden wir von der Weltgesundheitsbehörde auf Symptome von Covid-19 untersucht und es wurde Fieber gemessen. Auf den Häuserwänden in der ganzen Stadt waren Plakate verteilt, die Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln erläutert haben. Dieser Teil der Welt ist besonders leidgeprüft, was Epidemien und Pandemien angeht. Durch AIDS alleine ist die durchschnittliche Lebenserwartung dort zeitweise um 10 Jahre auf knapp 50 Jahre gefallen. Selbst jetzt sieht man in den Gassen und auf den Märkten so gut wie keine älteren Menschen. Die gibt es nicht. Jetzt kommt die Coronavirus-Pandemie und strapaziert das kaum vorhandene Gesundheitssystem. Die Armen leiden dort am meisten. Sie können sich auch durch die Ausgangssperre bedingt kaum mehr mit Lebensmitteln versorgen. Hunger und noch mehr Elend drohen. Ich bin deswegen erleichtert, dass die Stadtverwaltung einen Weg gefunden hat, die für die in diesem Jahr vorgesehenen Mittel zur Milderung der Zustände vor Ort für die Milderung der Zustände vor Ort zu verwenden. Es geht um die Hilfe für die Armen, um Lebensmittelhilfe vom Welternährungsprogramm. Und eine solche Hilfsbereitschaft Dresdens wünschte man sich auch an anderen Orten. Bei der Aufnahme von aus solchen Zuständen im Kongobecken mit seinen Konflikten und Gefahren geflohenen Menschen zum Beispiel. Und ich warne auch vor der Gefahr der Hilfe aus Dresden, für die deswegen alleine schon der Begriff kommunale Entwicklungshilfe eher unpassend erscheint. Ich warne also vor der Gefahr, die Hilfe aus Dresden, der einen kolonialistischen Zungenschlag zu verpassen. Die Gefahr ist da, dass vor allem vor den geschilderten unglaublich erscheinenden Unterschieden des Wohlstandes und der Lebensperspektiven zwischen hier und dort sich eine leicht onkelhafte Anschauungsweise einschleicht. Wir sollten den Austausch als beiderseitige Partnerschaft entwickeln. Dazu würde auch gehören, dass was können wir aus Brazzaville lernen, zu fragen. Was haben wir von der Partnerschaft? Zum Beispiel, wenn ich lese, wie die Verteilung der Hilfsgelder dort technisch vonstatten geht, dass man über eine Handy-App sozusagen Guthaben verteilt, was in lokalen Läden ausgegeben werden kann, und das technisch klappt und erprobt ist, muss ich an die ein oder andere völlig verkorkste App-Lösung hier in Deutschland denken. Zunächst aber gilt es, mit diesem endlich auf den Weg gebrachten Hilfsgeldern auch den mühsam gesponnenen Faden der Partnerschaft nicht abreißen zu lassen. Nach dem politischen Erdbeben durch die Suspendierung und Inhaftierung des Oberbürgermeisters Okemba und seiner Familie, der einen der Motoren der Städtefreundschaft war, ist es nötig, die Partnerschaft auf breitere und vor allem auch zivilgesellschaftliche Füße zu stellen. Korruption und Günstlingswirtschaft darf nämlich und natürlich nicht die Durchführung der Projekte vor Ort beeinflussen. Die Partnerschaft muss sich zwischen den Menschen entwickeln. Dafür ist es notwendig, dass jetzt erstmal den Menschen in Brazzaville, wenn auch nur mit bescheidenen Mitteln, geholfen wird. Vielen Dank und merci. Als nächstes darf ich die SPD-Fraktion bitten, Herr Kaniewski.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Laczynski und die AfD-Fraktion, da haben Sie uns ja jetzt gerade eben wieder ordentlich einen eingeschenkt. Und Sie haben sich dolle gefreut über Ihre wunderbare Idee, dass Sie doch Ihre Sitzungsgelder, wenn denn Ihr Änderungsantrag beschlossen wird, spenden werden. Erste Frage, ich bin mir sicher, dass Ihr Änderungsantrag nicht beschlossen wird. Ich freue mich auf die Kopien der Schecks, ob heute trotzdem gespendet wird, Ihre Sitzungsgelder, wenn Sie es denn so ernst nehmen. Zweiter Punkt, es ist ja relativ still um die AfD geworden, zu Recht, weil in der Phase, wo angepackt werden muss, haben Sie relativ wenig zu sagen. Jetzt kommt auf einmal das Schwadronieren über die Maßnahmen, die die Bundesregierung und die Landesregierung ergriffen hat, dass das alles, was mit einer Pandemie zu tun hat und nicht in irgendeiner Art und Weise vom Himmel fällt, ist gerade eben völlig ausgelassen worden. Der Redebeitrag ging am Thema vorbei. Ich sehe ja das Bemühen, dass Sie jetzt gerade eben wieder irgendwie Fuß fassen wollen. Es war ein absoluter Fail. Lieber Oberbürgermeister, vielen Dank für diese Vorlage. Wir haben vor einer Weile hier gestanden, also um genauer zu sein im Rathaus, und darüber diskutiert, wie können wir denn die Städtepartnerschaft mit Brazzaville mit Leben füllen und was wären unsere Worte aus der damaligen Diskussion denn wert, wenn wir sie heute und auch in der Zukunft nicht mit Leben füllen würden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich, die Corona-Pandemie hat uns hier in Dresden, in Sachsen, in Deutschland und weltweit im Griff. Und wir sehen das ja schon an den Debatten, die wir heute geführt haben, am Anfang über Finanzpolitik, in allen Verlautbarungen, wo wir uns momentan über die Presse oder auch in Ausschüssen miteinander austauschen. Natürlich hat die Corona-Pandemie eine Auswirkung auf unser aktives Handeln. Aber es gibt Länder, in denen es den Menschen nicht so gut geht wie uns gerade eben in dieser Situation. Wir haben, es ist vom Kollegen Hecht gerade schon angesprochen worden, wir leben in einer Phase, die schwierig ist, aber trotzdem im Wohlstand. Und wir sollten doch zumindest schauen, wenn wir es ehrlich meinen, dass wir diesen Wohlstand auch an einer ganz, ganz kleinen Stellschraube ein Stück mit den Menschen teilen, denen es eben nicht so gut geht. Wenn ich davon spreche, dass es uns gut geht, wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem. Genau deswegen ist die Situation bei uns vergleichsweise entspannt. Wir haben eine funktionierende soziale Infrastruktur. Genau deswegen ist die Situation bei uns gerade eben einigermaßen entspannt. Wir leben in einer Situation, wo es den Menschen grundsätzlich gut geht, was nicht heißt, dass es nicht auch noch andere Punkte gibt, die zu verändern wären. Aber es geht uns gut. Und aus dieser Position heraus, darüber nachzudenken, wie man einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass es einem anderen Teil in dieser Welt, dem wir freundschaftlich verbunden sind, Unterstützung zuteil werden lassen können, halte ich für sehr notwendig. Und auch deswegen vielen Dank an die Verwaltung, dass wir diese Vorlage heute miteinander diskutieren. Denn die Ernsthaftigkeit unserer Freundschaft zu Brazzaville zeigt sich doch gerade darin, dass wir in einer Situation der Haushaltssperre trotzdem darüber nachdenken, ob wir diese Hilfe in sehr, sehr geringem Umfang leisten wollen. Und ich glaube, es ist notwendig, diese Hilfe zu leisten. Und nur noch mal am Rande als kleine Reaktion auf die AfD-Fraktion. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit hier 10 Millionen miteinander beschlossen, um in Dresden Unterstützung zu leisten. Wenn Sie hier kommen und sagen, das sind unabweisbare Dinge und der Staat hätte nichts gemacht, dann ist das eben auch einfach eine glatte Lüge. Und das baut natürlich auf Ihrem Narrativ auf. Wir tun jetzt so, als würden wir helfen wollen. Aber am Ende ist es trotzdem einfach immer nur Deutschland first und das sogar noch mit falschen Informationen. Insofern lassen Sie das so bitte sein. Wir haben eine schwierige haushalterische Situation, zweifelsfrei. Und wenn man rein nach Haushaltsrecht gehen würde, dann müsste man heute sagen, diese Ausgabe ist unabweisbar. Das Problem ist aber, oder das Schöne, dass es eben manchmal nicht nur um Haushaltsrecht geht. Und es geht manchmal auch darum, jenseits von diesen Einschränkungen, die uns die Haushaltssperre auferlegt, in einer Ausnahmesituation das Richtige zu tun. Möglicherweise könnte man nach Haushaltsrecht sagen, diese Vorlage ist in ihrem Finanzvolumen abweisbar. Aber die Unterstützung zu leisten vor dem Hintergrund unseres Wohlstandes hier in Deutschland und vor dem Hintergrund unserer offenen Herzen ist es nicht. Ich freue mich darauf, dass wir hier mit breitmöglichster Mehrheit zustimmen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann Freie Wähler, Herr Hannig. Ist nicht da?
Wer übernimmt? Dann machen wir weiter. Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Deppe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Netzstream. Die Corona-Pandemie ist eine weltweite Katastrophe. Ich denke, hier ist das Wort Katastrophe wirklich angemessen. Und sie trifft gerade auch die Menschen in Afrika besonders hart. Sie trifft sie deshalb besonders hart, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, die wir in Europa haben, zur Vorbeugung und auch zur Bekämpfung dieser Seuche. Man muss sich vorstellen, dass es in so einem Land wie der Republik Kongo, Kongo-Brazzaville, vielleicht 10 Intensivbetten gibt, die irgendwo dort im Universitätshospital in Brazzaville vorhanden sind. Man muss sich vorstellen, dass es eben dort kaum Beatmungsmöglichkeiten für den Notfall gibt. Und man muss sich immer wieder die erschütternden Hygienebedingungen vor Augen führen, die auch wir bei unserem Besuch im Februar dort vorwinden konnten. Das heißt also, die Menschen dort sind wirklich in besonderer Weise bedroht. Und da ist es eigentlich nichts anderes als ein Gebot der Menschlichkeit, hier zu helfen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und wir haben die Möglichkeit dazu, trotz all unserer Probleme und der Not, die auch wir in unserem Land und auch in unserer Stadt durch die Corona-Pandemie erfahren. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir hier eine Partnerstadt haben in Afrika. Und da sind wir natürlich besonders gefordert. Wir reden von Partnerschaft, wir reden von Freundschaft. Wir haben diese Partnerschaft auch durch 2 gegenseitige Besuche in diesem Jahr und letztes Jahr von den Freunden aus Brazzaville begangen. Es hat ein wunderschönes Theaterprojekt gegeben. Alles sehr viele schöne Dinge. Aber eine Freundschaft und auch eine Partnerschaft, die bewährt sich besonders in der Not. Und was liegt dadurch dabei also näher, dass wir aus Dresden den Menschen in unserer Partnerschaft Brazzaville jetzt in dieser Notsituation helfen? Und 50.000 Euro, um die es heute geht, und dann noch eine Sachspende, sind angesichts der vielen Millionen Euro, die wir hier in den letzten Wochen für Menschen in Dresden bewilligt haben, sie sind angesichts dieser vielen Millionen ein kleiner Betrag. Ein Betrag, der im Promillebereich von dem liegt, was wir hier ausgeben. Und mir kann keiner sagen, dass wir diese Möglichkeiten trotz Haushaltssperre nicht haben. Und darum geht es heute und deshalb freue ich mich darauf, dass dieser Antrag eben eine Mehrheit finden wird. Und ich bin stolz darauf, dass wir auch in dieser Situation diesen Beitrag, diesen kleinen Beitrag zur Hilfe in Afrika leisten. Ich möchte nun noch auf einen anderen Aspekt hinweisen, der auch angeklungen ist, auch im Beitrag der AfD. Es gibt tatsächlich ein Problem der Korruption in diesem Land, Republik Kongo. Und mit diesem Problem muss man sich auseinandersetzen. Aber man muss auch festhalten, es ist nicht die Schuld der Menschen dort, dass es eben in diesem Land dieses grassierende Korruption gibt, dass es eine autoritäre Regierung gibt. Und dass dort schlimme Dinge passieren, wie wir das eben auch jetzt dort mit dem Oberbürgermeister Okemba erlebt haben, wo also Machtkämpfe auf diese Art und Weise ausgetragen werden. Es ist nicht die Schuld der Menschen, die dort leben und in primitivsten Verhältnissen leben. Und deshalb ist es gut, dass man hier mit dieser Vorlage einen Weg gefunden hat, diese Hilfe eben über eine Organisation der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm abzugeben. Damit wird eben gewährleistet, dass die Hilfe tatsächlich auch die wirklich Bedürftigen erreicht. Und wenn Sie sich das durchgelesen haben in der Anlage, dann ist das, denke ich, wirklich gewährleistet, weil da ist ein sehr gutes Verfahren der Verteilung der Hilfe dort niedergelegt. Deshalb haben wir hier wirklich eine einmalige Chance, einen kleinen Beitrag zur Hilfe für die ganz besonders Betroffenen in Afrika und in unserer Partnerschaft Brazzaville zu leisten. Und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank.
Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ein Sprichwort sagt, wer A sagt, soll auch B sagen. Und genau das werden wir heute mit großer Mehrheit tun, denn wir haben im Januar diesen Jahres genau diese Städtepartnerschaft, diese Unterstützung in der kommunalen Zusammenarbeit beschlossen und werden heute zwei konkrete Projekte beschließen. Wir werden 50.000 Euro für die Beschaffung von Lebensmitteln und Seife für die Ärmsten der Armen in unserer Partnerstadt Brazzaville beschließen und in einem zweiten Punkt 30.000 Euro an Sachspenden. Ich komme noch mal auf die einzelnen Punkte zurück. Wir haben ja einen Betrag von 0,01% unseres Haushaltes. In Summe waren das im Beschluss vom Januar 175.000 Euro, können aber aufgrund der Corona-Pandemie in Gänze nicht vollständig ausgegeben werden. Deswegen schlägt uns ja die Verwaltung zwei Wege vor. Der erste Weg ist die Hilfe zur Sicherung der Lebensmittelversorgung. Die Besorgung von Lebensmitteln ist in unserer Partnerstadt Brazzaville und nicht nur dort schwieriger geworden. Das hat zum einen mal die Ursache, dass natürlich die Produktion von Lebensmitteln im eigenen Land ja nur einen geringen Prozentsatz ausmacht. Wir haben ja erfahren, dass über 80% der Lebensmittel aus dem Ausland eingeführt werden und dass dort der Beruf des Farmers, des Bauern, einen sehr geringen gesellschaftlichen Wert genießt. Also ein großer Teil wird eingeführt. Gleichzeitig ist natürlich durch die Ausgangssperre, man darf dort nur dreimal in der Woche auf Märkte oder zu Einkäufen rausgehen, die Beschaffung von Lebensmitteln, die ohnehin in der Menge schon begrenzt ist, sehr, sehr schwierig. Insofern sind wir natürlich sehr froh, dass wir über eine anerkannte Gesellschaft, das Welternährungsprogramm und eine entsprechende Unterorganisation sicherstellen können, dass hier die 50.000 Euro richtig verwendet werden. Es ist schon erstaunlich, wie in einem Land wie in der Republik Kongo offensichtlich funktionierende Mobiltelefonsysteme hier von Airtel oder Mobile Money existieren, wo sich andere Länder mit diversen App-Anbietern noch etwas schwer tun. Genau hier ist es möglich, über geringste Beträge, hier können sich die Ärmsten der Armen auf ihrem Telefon kleinste Beträge aufladen lassen und dann regional für ihre Lebensmittel- oder Seifbeschaffung verwenden. Mit dem heutigen Beschluss, so steht es auch in der Begründung der Vorlage, können, ich darf noch mal erinnern, Brazzaville hat 1,8 Millionen Einwohner, davon etwa 250.000, ich nenne es mal in geordneten, in auskömmlichen Verhältnissen, und der weit, weit überwiegende Teil der Bevölkerung lebt in bitterster Armut, so wie ich sie weltweit noch nie gesehen habe, denn ich konnte mich da auch im Februar persönlich davon überzeugen. Mit diesem Betrag von 50.000 Euro, und da sehen wir auch mal, wie die Dimension unseres Beschlusses heute ist, können 3.100 Menschen circa einen Monat verlässlich mit Nahrungsmitteln versorgt werden. 3.100 von über 1,5 Millionen, die das eigentlich benötigen würde. Im Zuge der angesagten Sachspenden soll das Universitätskrankenhaus, in dem auch Covid-19-Erkrankte behandelt werden, mit Matratzen, mit Bettwäsche und mit Klappbetten versorgt werden. Hierzu werden die unter Beschlusspunkt 3 genannten 30.000 Euro verwendet. Und wir haben ja auch gerade gehört, dass auch der Transport dieser Hilfsgüter offenbar vor einer gesicherten Finanzierung steht. Dem Ersetzungsantrag der AfD wäre ich beinahe aufgesessen, wenn ich nicht gelesen hätte, dass es ein Ersetzungsantrag ist. Wenn es ein Änderungsantrag gewesen wäre, dann hätte meines Erachtens nach die AfD signalisieren können, dass es ihr wirklich ernst ist und sie sagt, okay, sie ruft beispielsweise die Bevölkerung auf, selber
mit finanziellen Mitteln, sofern sie das können und wollen, dazu beizutragen, diesen Betrag noch etwas aufzustocken. Aber dieser Ersetzungsantrag hätte zu nichts anderem geführt, als dass die heutige Vorlage vom Tisch wäre. Alle Bemühungen, eben diese Mittel gezielt einzusetzen, die wären mit einem Schlag obsolet gewesen. Also das wird es natürlich mit unserer Fraktion nicht geben. Die Menschen in unserer Partei, zumal wenn dieser Ersetzungsantrag gekommen wäre, man hat ja dort gelesen, was dort alles erstmal eingerichtet werden soll, damit die Kollegen auch ihre heutige Sitzungsgelder spenden können, das hätte Zeit und Mühen benötigt. Aber genau diese Zeit haben die Menschen vor Ort nicht. Deswegen bitten wir hier heute Sie alle, dass Sie der Vorlage der Verwaltung zustimmen und dem Ersetzungsantrag der AfD eine Ablehnung erteilen. Vielen Dank. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Bitte schön, Frau Dr. Vogel. Ich möchte den vielen guten Sachargumenten für die Zustimmung dieses Antrags nur noch einen Aspekt hinzufügen. Wir geben dieses Geld nicht allein aus altruistischen Gründen nach Brazzaville, auch gewiss, weil Freunde sich helfen in der Not. Aber wir tun es ganz gewiss und gleichermaßen auch für uns. Wir haben gerade 75 Jahre Kriegsende gefeiert. Unser Bundespräsident hat gesagt, man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben. Das ist ein guter Satz. Er drückt genau das aus, worum es mir jetzt geht. In fast jedem Land Europas, wo man als Deutscher sich hinbewegt, wird man eingeholt von deutschen Verbrechen, die während des Zweiten Weltkrieges begangen wurden. Wir tun es auch für Brazzaville, dieses Geld zu geben, aber wir tun es in wichtigem Maß und in großem Umfang auch für uns selber, weil wir damit zeigen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben. Das ist das persönlich, was ich an unserem OB am meisten schätze, dass er Dresden in einen internationalen Kontext stellt mit seinem Engagement für Brazzaville, dass er die Offenheit und Gastfreundschaft dieser Stadt betont, bei allem, was hier auch so zu hören ist, schlimmerweise. Und dass er sich ganz klar gegen Nationalismus, Populismus und jegliche Form von Rassismus stellt. Deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu dieser Vorlage. Für uns und für Brazzaville. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Gilke? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Sie alle kennen mich, Sie wissen, ich bin faktenverliebt, deswegen musste ich mich noch mal melden. Das Erste, was ich mal zurückweisen muss, wenn Sie mal zuhören könnten, das wäre lieb, danke. Das Erste, was ich zurückweisen muss, dass wir hier nicht gegen die Hilfe sind. Ganz im Gegenteil, wenn Sie unseren Ersetzungsantrag gelesen hätten, dann hätte Ihnen klar werden müssen, wir wollen das bürgerliche Engagement in Dresden stärken. Aber scheinbar haben Sie nicht das Vertrauen in die Dresdner Bürgerschaft, dass Sie sagen, wir wollen unserer Partnerschaft helfen. Und weil Sie dieses Vertrauen nicht haben, müssen Sie das Geld zwangsweise im Rahmen Ihrer Kraft, im Rahmen Ihrer Wassersuppe, müssen Sie das so beschließen. Man nimmt es den Dresdnern einfach, macht ja nicht, die Dresdner, denen trauen wir das nicht zu. Und das ist schade. Immerhin haben die Dresdner Ihnen das Vertrauen gegeben und haben Sie mal gewählt. Noch gleich eine Sache, was hat unser Antrag mit Rassismus zu tun? Dümmer geht immer, scheinbar, gut. Ein paar Fakten, ich habe es ja versprochen. Es hieß, die AfD hätte in der Pandemie in Dresden nichts getan. 6.000 Masken, die beschafft wurden, die selbst genäht wurden, die bezahlt wurden, die verschenkt wurden. 2.500 Blumen, die als Gesten verschenkt wurden, gerade an Leute wie jetzt Pflegedienst etc. pp. Verköstigung von Obdachlosen, Ostergeschenke an Obdachlose. Was hat die SPD getan? Wenn Sie da was zu tun,
Wenn Sie da was zu bieten haben, können Sie es ja gern noch mal aufbringen. Nun, zu den Fakten der Pandemie gehört auch die Wahrheit. Brazzaville 1,8 Millionen Menschen, das ganze Land 6 Millionen. Und mit Stand vom 13.05.2020 infizierte 333 Menschen. Ich glaube, wir sollten in Panik verfallen. Und was Sie noch so sagten mit den Spenden, Spenden ist eine ganz, ganz feine Sache. Das ist allerdings ein bisschen Vertrauen, was man dafür braucht. Und dieses Vertrauen haben Sie nicht. Und das ist so schade. Das ist so wahnsinnig schade. Sie hätten jetzt hier mal zeigen können, dass Sie für das Engagement der Bürger stehen. Aber das wollen Sie scheinbar nicht. Und das ist richtig schade. Ich finde es, und ich hoffe, dass von der SPD noch was kommt, damit wir noch hören, was die SPD Schönes getan hat. Und ob es auf jeden Fall mehr war, als was die AfD gemacht hat, weil die AfD hat sehr viel gemacht. Vielen Dank. Naja, bevor wir das hier weiter eskalieren lassen, versuchen wir es wieder auf den sachlichen Punkt zurückzubringen. Die Vorlage sagt und der federführende Ausschussbericht sehr wohl, dass die Dresdner Bürgerschaft aufgefordert ist, mit ihren Spenden das Volumina zu erhöhen. Und wir haben genau diese Maßnahme schon mal mit einem Schulprojekt in Afrika durchgeführt. Und ich kann sagen, die Mittel, die aus der Stadt eingesetzt worden sind, sind mehr als verdoppelt worden über Spenden der Dresdner Bevölkerung. Ich bin da hier sehr optimistisch, dass die Dresdner Bürgerschaft sich ganz genauso engagieren wird. Wenn wir über die Zahl der Infizierten sprechen, dann diskutieren wir das ja auch in Deutschland sehr stark. Das hängt auch davon ab, wie viel sind denn überhaupt getestet worden und inwieweit haben wir denn überhaupt die Möglichkeiten, medizinisch und auch von den Laborkapazitäten, das zu identifizieren. Ich habe gerade vor uns nach die Nachricht weitergeleitet bekommen vom Mitarbeiter der Deutschen Botschaft. Die Leichenhallen, die sind voll in Brazzaville. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da viel, viel mehr erkrankt sind als das, was in offiziellen Statistiken drin ist, ist außerordentlich hoch. Und ich will vielleicht auch nochmal betonen, wir machen jetzt nicht nur eine Einzelaktion mit Brazzaville. Wir gucken auch bei unseren anderen Partnerstädten jeweils, wenn sie in Not sind, wie können wir helfen. Ich erinnere daran, gerade unsere städtischen Kliniken haben für die sehr stark betroffenen Elsass, also rund um Straßburg, entsprechend Patienten aufgenommen. Wir erleben derzeit gerade den Fall, dass wir ein sehr starkes explodierendes Fallzahlverhalten in Russland erleben. Wir stehen in Austausch mit unserer Partnerstadt St. Petersburg, ob wir nicht wieder medizinisch Patienten aus unserer Partnerstadt hier nach Dresden in unserer Klinik übernehmen können. Das ist eine ganze Menge von Voraussetzungen drin, kann das noch nie garantieren, dass es funktioniert. Aber wir lassen da niemanden alleine. Das sind wahre Freundschaften, die wir von seitens der Stadt sehr wohl weiter pflegen wollen und auch unterstützen wollen. Und dafür werden wir uns von Seiten der Stadtspitze engagieren. Und ich sehe auch, dass Sie als Stadträtinnen und Stadträte da wirklich auch auf nachhaltige Beziehungspflege mit unseren Partnerstädten aus sind. Und das würde mich außerordentlich freuen, wäre ein gutes Signal aus Dresden. So, ich hatte irgendwo weitere Wortmeldungen gesehen, aber ich weiß es nicht mehr wo. Keine mehr. Dann würde ich mir erlauben, in die Abstimmung einzutreten. Und da ist zunächst ein Ersetzungsantrag der AfD-Fraktion abzustimmen. Wer diesem folgen möchte, müsste jetzt mit Ja stimmen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Zwölf Ja-Stimmen, 56 Nein, keine Enthaltung, wäre damit abgelehnt. Und damit kommen wir zur Schlussabstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen.
Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 54 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, damit so beschlossen. Vielen Dank.